Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht wieder um YouTuber, die richtigen Scheiß produzieren. Ja? Ich muss mal kurz den Sascha anrufen. Sascha, eine Frage. Hast du dir letztens irgendwann mal deinen Arm gebrochen? It was at this moment that Sascha knew. He fucked up. Ja, warum? Digga, dann lass ich dir doch einfach von Mel Gibson, Alter! Ruf ihr nie wieder! Alter, Sascha hat einfach den besten Humor, Mann. Es soll heute aber auch gar nicht das Thema sein, denn ich habe wieder einige Videos auf YouTube gesehen, darunter eine neue beste Freundin. It was at this moment that Shireen knew. She fucked up. Die Shireen ist jetzt aber eine, die hat halt ihre ganz eigene Art und Weise, sich zu schminken. Ja, ist mir natürlich direkt nach der letzten Haul aufgefallen, nachdem man links einen weißen Betonpfeiler und rechts einen schwarzen Betonpfeiler aufgestellt hat. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Nein, Quatsch. Aber natürlich ist sie nur ein bisschen orange geworden. Das liegt wahrscheinlich am Selbstbräuner. Ich bin einfach nur ein bisschen orange geworden, der Selbstbräuner. Das ist natürlich ganz klar. Also, wenn man jetzt das Ganze vergleichen würde, würde ich eigentlich fast so viel sagen, Shireen würde jetzt ohne Schminke aussehen wie Tim Gabel ohne Steroide. Alles klar, Digga. Herzliche Grüße flattern raus an dich, Shireen, Alter. Geil, oder? Shireen. Als nächstes habe ich mir einen weiteren YouTuber rausgesucht, der mal wieder ein richtig lustiges Video hochgeladen hat. Das Video heißt schon die lustigsten Kontaktanzeigen, ja? Es ist wirklich der lustigste Inhalt, den ich jemals gesehen habe. It was at this moment that Simon knew. He fucked up. Yo, was sagt mir Simon Desio und heute haben wir überlegt, zeige ich euch die lustigsten Kontaktanzeigen. Ah, Megan Fox. Ja, Megan. Das ist so lustig. Ah, Megan Fox. Euch, als ob die den kennt. Gut, wollen wir gar nicht lange schnacken. Kommt, wir lachen. Mediziner sucht Mädchen mit innerer Schönheit. Oh, Rückenbild. Ach du Scheiße. Auch das war wieder nur ein Witz. Ihr wisst, ey, Simon, ich verstehe mich wirklich gut mit Simon. Ja, ist eigentlich ein guter Freund. So ein Geschwür. Beim letzten YouTuber muss ich, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen, dass der absolute Vollknecht ist, ja? Das wussten wir schon lange. It was at this moment that Marcel knew. He's a fan. Es gibt normale Zocker, die ticken ein bisschen aus beim Zocken. Es gibt meinen Vater, ja? Der schlägt hier, der zockt auch, schlägt seine Tastatur, seine Maus ein bisschen auf den Tisch. Kann man auch noch lassen. Der Typ fängt einfach an zu flennen, während er zockt. Er holt mich ein zu Hunden! Nein, das ist doch nicht... Mir war noch nie so schwarz zu Augen. Mit dem größten Pech, was es jemals gegeben hat. Warum hat die denn gekippt? Sag mal, bin ich hier im falschen Film? Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Wenn du wirklich austicken willst, ja, dann musst du ein Video bringen, in dem du verpisst doch! Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Schaut jetzt beim letzten Video vorbei, gebt einen Daumen nach oben oder schmort in der Hölle. Und schaut auf gar keinen Fall bei den YouTubern vorbei, die ich verarscht habe. Nicht vorbeischauen, ja? Ich habe sie euch unten verlinkt, deswegen auf keinen Fall, ja? Habe ich schon gesagt, dass ihr euch verpissen sollt? Ach komm.